Und wie kommt man nun zu seinem Welpen? Wenn man sicher ist Ihnen bekannt, dass man keinen Welpen kaufen sollte, wenn man die Eltern nicht kennt oder zumindest die Mutter nicht kennt und wenn man auch sich kein Bild vom Aufwachsen des Welpen machen konnte. Also so ein Welpenkauf auf einem Parkplatz oder ein Hundemarkt irgendwo hinter der deutschen Grenze, das sind natürlich Dinge, die gar nicht gehen. Wenn der Welpe auch noch so süß ist, aber bitte nie einen Hund wegen des Preises kaufen. Das Ideale ist ja, dass sie dann auch schon mehrmals dann vor Ort sein konnten, also sich also ein Bild von dem machen konnten, wie er aufgewachsen ist oder wie er aufwächst, ein Bild von den Züchtern machen können, von diesem Ganzen drumherum und so, dass er sie auch schon kennenlernt. Das ist natürlich das Ideale. Also so irgendwo. Denn meistens haben diese Hunde überhaupt keine Gesundheitsuntersuchung durchlaufen, sie sind auch nicht geimpft worden und sind auch in ganz vielen Fällen viel zu früh von der Mama weg. Das heißt, sie haben auch gar keine Benimmregeln mit auf den Weg bekommen. Insofern werden solche Hunde auch nicht selten verhaltensauffällig. Denn billig ist teuer. Alles, was erst so günstig erstmal erscheint, wird dann mit in Form von Tierarztkosten oder vielleicht auch noch diversen Hundetrainern oder Verhaltenstrainern dann umso teurer. Was können Sie also tun? Ja, einen guten Züchter suchen. Das ist natürlich nicht so einfach. Also auch wenn Ihr Hund Papiere hat, so sein Züchter dem VDH angehört, dem Verband für das deutsche Hundewesen, ist nicht gerade sichergestellt, dass sie wirklich einen gesunden Hund bekommen. Denn nicht alle, ich will hier nicht alle über einen Kamm scheren, aber es gibt durchaus Züchter, denen das Aussehen wichtiger ist und eben halt dann auch diese Papiere, als dass es sich um einen gesunden Hund handelt. Da ist auf einmal eine Farbe im Fell, die nicht passt, die eben dem Standard nicht entsprechen oder er ist vielleicht 1-2 Zentimeter größer. Also darf mit dem Hund nicht mehr gezüchtet werden, obwohl er kerngesund ist. Andere Hunde, die haben dann eine Hüftgelenksdysplasie, eine leichte Hüftgrad C. So, und damit darf gezüchtet werden. Nochmal kurz zum Verständnis. Die Hüftgelenksdysplasie wird in unterschiedliche Schweregrade eingeteilt. Und zwar Grad A ist Hüftgelenksdysplasie frei, B ist Verdacht und C ist dann eben schon eine leichte Hüftgelenksdysplasie. Es gibt dann auch noch D und E. Gute Züchter konfrontieren ihre Welpen auch mit bestimmten Umweltreizen. Also wenn der Züchter vielleicht etwas abseits wohnt, dann fährt der dann auch mal zu etwas stärker befahrenen Straßen, sodass der Welpe lernt, okay, Autos aus einer bestimmten Distanz bedrohen nicht mein Leben. Oder auch wenn der Staubsauger eben mal angeht, das ist keine unmittelbare Lebensgefahr für den Welpen, aber das muss er halt lernen, er muss es kennenlernen. Und gute Züchter machen das. Wenn Sie sich nun für eine Rasse entschieden haben, haben Sie sich sicherlich auch mit den möglichen Erkrankungen dieser speziellen Rasse auseinandergesetzt. Nun, für viele Erkrankungen gibt es mittlerweile Gentests und verschiedene Züchter bieten das auch an. Die HD, die Hüftgelenksdysplasie, lässt sich über einen Gentest leider noch nicht feststellen. Da sollten Sie darauf achten, dass also nicht nur die Eltern des Welpen, sondern auch noch weitere Vorfahren völlig HD-frei sind. Sie können natürlich auch Ihren erwachsenen Hund dann einer Röntgenuntersuchung unterziehen lassen. Den richtigen Zeitpunkt erfahren Sie von einem auf Orthopädie spezialisierten Tierarzt. Und falls wirklich eine HD festgestellt werden sollte, bitte suchen Sie einen Hundephysiotherapeuten auf, denn der zeigt Ihnen Übungen, die sich auch wirklich leicht in den Alltag integrieren lassen, die keinen großen Aufwand darstellen, damit Ihr Hund auch wirklich noch lange gesund und fit bleibt. Eine weitere Möglichkeit sind Hobbyzüchter.
Aber es gibt unseriöse Geschäftemacher, die sich als Hobbyzüchter ausgeben. Es gibt also Menschen, die, also Betrüger, die günstig im Ausland Hundewelpen kaufen für, sagen wir mal, 200 Euro und sie dann für 700 Euro verkaufen. Und die organisieren sich dann noch die passende Hundemutter. Die arrangieren auch alles so, dass es wirklich nach Hobbyzüchtern aussieht. Wie können Sie sich davor schützen? Also das eine ist, dass Sie auch mal fragen können, was der Züchter jetzt gemacht hat, um den Welpen schon mal mit bestimmten Reizen auseinanderzusetzen. Denn Welpen aus einer schlechten Zucht, also von einem Vermehrer, die sind in einem Keller, in einem Verschlag, im Stall oder Schuppen aufgezogen worden. Und dann könnten Sie sich, die Möglichkeit besteht natürlich auch, sich mal erkundigen, welche Tierärzte vor Ort sind und sich dann mit einem Tierarzt kurzschließen, der zusätzlich diesen Welpen einfach mal untersucht. Und das können Sie ankündigen und dann mal gucken, wie dieser sogenannte Hobbyzüchter, der angebliche, reagiert. Ein echter Hobbyzüchter, der wird sicherlich schlucken, aber warum soll er das nicht akzeptieren? Es ist sowieso besser, wenn so ein Hund von zwei Tierärzten untersucht wird, denn es ist auch schon vorgekommen bei wirklich ganz soliden Hobbyzüchtern. Da sind die Welpen untersucht worden und der Tierarzt hat bescheinigt, alles ist in Ordnung. So, nachdem der Welpe dann aber bei dem neuen Besitzer war und der zu seinem Tierarzt gegangen ist, hat sich eine schwere Herzerkrankung herausgestellt. Und der Tierarzt, der nun bescheinigt hat, dass alles in Ordnung gewesen sein sollte, der hatte sich dann rausgeredet, ja, das war ja so wuselig und die Welpen, es war laut und unruhig eben. Also insofern kann man da schon mal so einen Herzfehler überhören. Insofern ist es dann schon durchaus empfehlenswert, dass einfach dann nochmal jemand zusätzlich den Welpen sich anguckt.